Fahrer Debritz. 1-0 Gewinn in Leverkusen. Es hätte mehr sein können. Es hätte auch im Anfang schwierig sein können, wenn Leverkusen den 1-0 macht. Ja, erstmal sind wir aber sehr froh, dass wir heute die 3 Punkte geholt haben. Sehr wichtig für uns jetzt zum Start für die englischen Wochen. Und mehr zählt jetzt auch nicht. Klar hätten wir die eine oder andere Chance mehr machen können, aber das ist jetzt wurscht. Wir haben das Spiel gewonnen und das ist das, was wichtig ist. Auch nach den 0-1 habt ihr komplett das Spiel dirigiert und in Hände genommen. Ja, wir waren sehr dominant mit Ball, haben den Ball teilweise gut laufen lassen. Ja. Haben den Ball gut laufen lassen und haben uns auch die ein oder andere Torschuss kreiert, haben defensiv fast nichts zugelassen, waren da aggressiv und ja, sind gut gestanden und ja, hätten das ein oder andere Tor noch mehr machen können, aber wir sind jetzt zufrieden mit dem Spiel. Die Saison, ich habe auch mit dem Trainer gesprochen, die hat ein bisschen schwieriger angefangen. Gegen Freiburg waren die Möglichkeiten da, leider das Tor nicht. Wolfsburg dann auch Punktenverlust, das ist Bayern nicht gewöhnt. Wie geht die Mannschaft damit um? Ja, wir haben die Niederlage gegen Wolfsburg abgehakt, wir haben es analysiert und ja, wir haben sofort abgehakt und haben jetzt in der Trainingswoche super trainiert, haben jetzt den Sieg geholt und ja, jetzt gehen wir mit Selbstvertrauen in die nächsten Spiele rein, ins Champions League-Spiel am Mittwoch und auch wieder in die Bundesliga. Wir wollen wieder voll angreifen und ja, es geht weiter. Es geht in die Champions League-Runde. Da hat Bayern nach vergangenes Jahr etwas recht zu setzen, denke ich mir. Ja, auf jeden Fall. Letztes Jahr lief nicht so gut für uns, aber ich denke, wir haben aus der Niederlage letztes Jahr in der Champions League gelernt und wir wollen unbedingt am Mittwoch ein gutes Spiel abliefern, wollen 100% geben und wollen auf jeden Fall 3 Punkte holen. Ja, ich komme auch kurz nochmal zu die Olympia. Die habt ihr ja mit Deutschland gewonnen. Wie war es für Deutschland, um da zu spielen mit allen, das ganze Publikum gegen Deutschland? Das ist doch komisch. Ja, beim ersten Spiel waren wir ein bisschen überrascht, weil eben das ganze Stadion gegen uns war. Da waren auch viele Pfiffe von den Brasilianern da. Das lag wohl daran, wegen der WM damals, von den Männern wegen dem Spiel, dass sie das immer noch nicht vergessen haben. Ja, wir haben uns dann schnell daran gewöhnt und ja, dann war es halt so. Wir konnten ja daran nichts ändern und ja, wir haben einfach versucht, das zu ignorieren und haben versucht, gute Antworten zu geben. Und das erste Spiel läuft dann auch nicht direkt wie gewünscht, dann 2-2 nur. Das erste Spiel haben wir gewonnen. Wie sieht dann die Mannschaft dann, wenn das passiert? Kommt dann Angst in die Mannschaft oder nicht? Oder gibt es? Nein, auf keinen Fall. Unentschieden ist ja kein Beinbruch, auch nicht in der Gruppenphase. Außerdem am Ende vom Turnier, wir sind Olympiasieger geworden. Wir haben die Goldmedaille, worauf wir mega stolz sind. Und da interessiert am Ende keinen mehr, wie die Gruppenphase lief. Ich denke, ab der K.O.-Runde haben wir uns deutlich gesteigert und ja, das war wichtig. Wie schwierig ist es für dich als Spielerin, um jeden Sommer wieder ein Turnier zu haben? Ich weiß, Fußball, das ist euer Leben, aber trotzdem, Ruhe braucht man auch. Wie schwierig ist das? Das ist für mich gar nicht schwer, weil wir hatten vor den Olympischen Spielen, nach der Saison hatten wir 3 Wochen frei, da konnte ich abschalten, konnte ich runterkommen, um mich dann komplett auf die Olympischen Spiele und die Vorbereitung zu konzentrieren. Und ich habe mich auch sehr gefreut, wieder nach München zu kommen, wieder bei den Mädels zu sein, im Verein zu trainieren. Und deswegen bin ich top motiviert von den Spielen zurückgekommen und top motiviert zum Verein zurückgekommen. Ja. Und auch nach dieser Saison gibt es dann wieder die EM in Holland, wo auch Deutschland wieder super Favorit ist, sicher nach die Olympia. Ja, es gibt noch viele andere Mannschaften, die dort auch Favorit sein werden, aber das ist jetzt nächstes Jahr. Es gibt noch viele Spiele, die jetzt dieses Jahr anstehen, wo wir uns konzentrieren wollen, auch mit der Nationalmannschaft. Wir müssen, haben jetzt noch einige Testspiele vor uns. Es ist noch ein weiter Weg bis dahin und so weit möchte ich jetzt auch noch gar nicht denken. Okay. Dann wünsche ich dich mit Bayern viel Glück nächste Mittwoch in die Champions League. Vielen Dank. Und wir sehen uns oft in München, denke ich. Genau, danke. Ciao. Tschüss.